Wir sollten unbedingt mal so eine richtige 100 Kilometer Sauftour machen. Komm! Guten Morgen. Ich bin erwacht. Ich bin in Schenners Küche erwacht. Und neuer Tag beginnt. Wir waren gerade beim Schender gewesen und jetzt sind wir losgegangen und warten auf die Straßenbahn. Und darauf, dass ich in der Küche gepennt habe, werde ich erstmal ein Guten Morgen Bier trinken. Gib Prost! Gib Prost! So, wir sind wieder beim Schließfach angekommen. Wir waren kurz am Schließfach und jetzt sind wir schon wieder hier bei Lidl. Hier werden wir jetzt erstmal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Guck mal hier, diese Dinger hier, wenn man die frisst, dann stirbt man oder man bekommt einen lebenslangen Leberschaden. Gib Prost! So, wir laufen jetzt hier runter nach Dackerfurt hin. Das ist steil und so, oder wie das heißt. Und genau nur aus diesem Grund laufen wir hier runter. Und aus keinem anderen. Wir laufen jetzt an so einem künstlichen Fluss hier vorbei. Hier ist eine Matschstelle. Aber genau, wir laufen hier an diesem künstlichen Fluss hier vorbei dran lang. Ich mag Pilmeni. Mit saure Sahne und Ketchup. Das mag ich sehr gerne. Das finde ich richtig geil. Wir sitzen jetzt hier im Wald rum. Und wir erfahren, wie viele Fremdsäcke sind. Die kann man sich auch hinlegen. Widerlich. Dusche. Outdoor-Dusche. Jetzt wird Scheiße gewaschen. So, diese Outdoor-Dusche, die wurde nur angebracht, nur aus diesem Grund, damit Helmut diese Scheiße vom Schuh abwaschen kann. So ist es. Weil der ist heute zweimal auf Scheiße getreten. Deswegen wusste das. Reicht nicht. Es reicht nicht. Minimum fünfmal. Genau, nur aus diesem Grund haben wir das hier aufgebaut. Bah, diese ganzen Mücken hier vorne oder was das hier sein sollen. Oder diese komischen Fliegen oder weiß ich auch nicht, was das hier sind. Die zerstechen mich die ganze Zeit. Hier sind überall Punkte. Die nerven voll. Die sind richtig widerlich. Hier, guck mal, dieser Bohrer, der steckt fest. Verlängerung. Das ist scheiße. Das ist widerlich. Das ist richtig ekelhaft. Das muss rausgedrückt werden. Und diese ganzen widerlichen Mücken und so weiter, die stechen immer noch hier diese ganzen Beine kaputt. Hier sieht man diese Punkte hier. Hier sind ganz viele diese komischen Viecher, die hier ins Bein hereindrücken, mit ihren Rüssel da reinstechen können und diese Punkte hier verursachen. Jawohl. Die richtig widerlich sind und so weiter. Da ist er. Guck mal, das Ding nochmal? Verlängerung. Genau, Bohrer oder sowas. Bitverlängerung, glaube ich, was ist das?
Ja, geprost. Geprost. Auf eine geile Borkenkäfer-Expedition. Ich bin gerade im Burger King. Dankeschön. So, wir sind gerade eben in der ganz hinten hingelaufen und jetzt sind wir wieder zurückgelaufen, um schon wieder da hinten zum Schließfach da reinzugehen, um da ein paar Sachen rauszuholen. Jawohl, jetzt geht's richtig los hier. Das ist eine richtige Verranzung. Fuck, jetzt passt das nicht mehr. So, wir waren gerade im Schließfach gewesen. Und jetzt haben wir diese Tüte hier mit Bier und noch mehr Sachen drin, den wir jetzt zu zweit tragen. Zu dieser Stelle, wo wir vorhin hingelaufen sind. Da laufen wir jetzt damit wieder hin. Bloß mit anderer Ausrüstung. So, wir haben gerade Urin gemacht. Da vorne in diesem Gebüsch. Wild. Aufi, aufi! Es wird wieder dieser schwere Sack mit dem ganzen Bier und noch mehr Sachen drin getragen. Nach Richtung da lang. Zu der Stelle, wo wir vorhin waren. Das sieht speziell aus. Wir sind hier angekommen. Und hier ist einer. Totanido, hallo. Und naja, ich kenne dich zwar namentlich nicht, aber ich bin trotzdem einfach herrlich drauf. Und da musst du richtig durchforsten. Ostdeutschland lebt mit mir. Guck mal hier. Diese Blattpapiere, die hier oben auf den Bäumen hier rumwachsen. Blattpapiere, genau. Ja, die kann man fressen. Die möchte ich fressen. Lüge! Alter, vergifte dich nicht, du Verdammter! Vergifte dich nicht! Nein! Nein, die sind giftig! Die sind geil! Gamil, hast du Bock mit mir eine 100 Kilometer Sauftour zu machen? Tut mir leid, aber ich werde niemals im Leben 100 Kilometer laufen, also. Und es wird so lange gesoffen, bis wir die 100 Kilometer durchgeschafft haben. Ich schaffe nicht mal die 1 Meter. Weil ich nicht saufe. Deswegen. Tut mir leid, aber ich muss leider hier damit absagen. Aber wir können ja mal eine 2 Meter Cola-Tour machen. Über 2 Meter laufen und Cola trinken. Das könnte ich noch schaffen. Wir sollten unbedingt mal so eine richtige 100 Kilometer Sauftour machen. Und wir saufen so lange, bis wir die 100 Kilometer erreicht haben. Über mehrere Tage hinweg. Wieso soll denn eine Zugfahrt denn mehrere Tage dauern? Fußläufig. Sergeant, wir müssen unbedingt mal so eine richtige 100 Kilometer Sauftour machen. Ja, 100 Kilometer Sauftour? Ja, und wir müssen so viel saufen, bis wir die 100 Kilometer erreicht haben. Ich selber kann leider nicht saufen. Aber. Und das über mehrere Tage hinweg. Wir würden ja erstmal, mir würde es ja schon reichen, wenn eine Wanderung mal länger als 10 Kilometer gehen würde. Es muss 100 Kilometer sein. Das ist das Zielpunkt. Das ist ganz wichtig. Interview
wieder diesen Typ an. Also prinzipiell, wenn ich genügend Vorlauf habe, bereite ich mich auf sowas vor, aber 100 Kilometer von Heavy. Beim ersten Mal haben wir das in 3 Tagen gemacht. Ja. Oder war es richtig gut abgewiesen? Da bin ich 100 Kilometer. Stopp! Ja? Nein, ich war auf einer 100 Kilometer Sauftour. Nee, danke. Also 100 Kilometer fahren können wir gerne machen. Nein, Sex. Wir müssen eine ganz große Sauftour machen. Das Problem ist, wenn ich saufen, laufen bin ich nicht, weil ich nur saufen will. Ja. Also, da können wir an Ort und Stelle bleiben. Aber es muss bei mir ein 100 Kilometer Sauftour Vlog 2.0 stattfinden. Das ist ganz wichtig. Das ist absolut sauber. Wo schlaft ihr eigentlich heute? Draußen. Das macht mich geil. Das sind die anderen. Schönste, was es gibt. Ja. Wir schlafen wieder draußen. Der Mann muss unbedingt auf den Zaun für den Vlog. Fick dich, du Mieser! Komm, der ist für den Vlog. Junge, Mann, ich hab ja schon mal nach. Ist egal, rein. Nimm den Schluck für den Vlog ab! Guck mal hier. Dieser Hundescheißgeruch von den Schuhen, das ist immer noch dran. Das kommt hier die ganze Zeit in die Höhe ran. So was wir das alle riechen, das ist richtig geil. Das ist Premium. Hier, guck mal. Wir haben hier gepennt. Oder nicht ganz. Ich habe vorhin da drüben hinterm Busch dort auf dieser Bank gepennt. Ich bin eingeschlafen von gestern Abend. Und die Sonne hat mir vollkommen ins Gesicht gestrahlt. Da kam ganz viel die Dreischepperung und sowas. Das war richtig geil. Das war richtig lustig. Das müsst ihr mal alle nachmachen. Das ist mir ganz wichtig. Und jetzt pennen wir weiterhin genau hier an dieser Stelle. Da, wo diese ganzen Vollfettbäume und so weiter im Weg stehen und dass die Sonne nicht hierher scheint gekommen. Deswegen pennen wir hier und aus keinem anderen Grund. Achso, hier hat dieser Helmut, der macht hier Luft rein in diese Luftmatratze. Und Helmut hat sich gestern am Bierdeckel verletzt, wie man das hier sehen kann. Die scheiß Pumpe ist leer, warum ist die leer, ey? Genauso leer wie mein Kopf? Das ist leerer wie mein Kopf. Auf jeden Fall. So. Der Helmut hat, wie heißt das Ding? Diese Matratze hier. Luftmatratze. Aufgeblasen. Und jetzt legt er sich hier pennen. Überall Penner. Ja. Unter genau dieser, das ist unser Schlafplatz für heute. Für jetzt. So, wir haben hier eine Runde gepennt. Das ist der erste Loadout. Gut. Hier genau. Ist die komplette Verranzung. Hast du ja, das ist diese ganze Verranzung. Schäbiger Zivilisations- das, was wir auf unseren Rücken hier mitnehmen werden. Beziehungsweise das die ganze Zeit mitgenommen haben. Gemeinsamer guten Morgen, Bier wird geöffnet. Ja. Geprost. Geprost.
Das ist. Es ist auf jeden Fall ein gutes Guten Morgen Bier. Das ist Bier von Lech. Hitsche! Hitsche! Wir sind losgelaufen. Ein frischer Fisch? Frisch? Leckri, leckri. Premium-Fisch. Ich würde auch gern mal angeln. Aber ich bin ein Idiot. Ich habe, glaube ich, das Geschick nicht dafür. Aber ich liebe Fisch. Wir sind gerade im Burger King drin. So, wir haben gerade Burger King gefressen. Und jetzt gehen wir auf Bierexpedition. Und ich habe Burger King vollgeschissen mit ganz viel Bierschissgeruch und Geschmack. Und jetzt sind wir gerade dabei, durch die Stadt hier zu laufen, um ein Biergeschäft zu finden. weil dieser Lidl, wo wir vorhin da waren, der hatte irgendwie eine Minute vorher zugehabt. Und nur aus diesem Grund laufen wir durch die Stadt jetzt zu irgendeinem anderen Biergeschäft. Und aus keinem anderen Grund. So, wir haben da drin gerade Bier gekauft, ein bisschen. Und jetzt gelaufen wir weiter. Nach dorthin, wo wir jetzt hinlaufen. So, wir schlafen jetzt unter der Brücke. Also da, wo diese ganzen vielen Züge und so welche Fahrzeuge hier rumfahren, drüber fahren.